FCC, unser Stolz. Zum Kellerduell kam der TSV Eching am 13. Spieltag der Landesliga Südost ins Raiffeisenstadion am Wasserschloss nach Tögging. 325 Zuschauer wollten sehen, ob die Gastgeber wieder auf die Gewinnerstraße zurückfinden würden, die zuletzt auswärts gegen Karlsfeld einen Rückschlag erlitten hatten. Andreas Bichlmeier ließ Markus Leipholz von Anfang an spielen und holte Andreas Kronburg auf die Bank. Gästetrainer Wilhelm Kallichmann kämpfte mit Personalsorgen. Die Gäste in Schwarz-Weiß begannen von rechts nach links, Tögging in Vereinsfarben demnach von links nach rechts. Tögging beginnt sofort, Eching unter Druck zu setzen. Dagegen wehrt sich Eching. In der 5. Minute muss erstmals Gästeschlussmann Marius Angelache eingreifen. Im Gegenzug jagen die Gäste eine Ecke über Sven Kormes Kasten. Tögging über links. Thomas Hambergers Schuss kann Marius Angelache ins Tor aus abwehren. Die Ecke klären die Gäste ins Seiten aus. Die Gäste über ihren schnellen linken Flügelmann Philipp Schuller. Seine Flanke kann Daniel Hahner nicht an Sven Kuame vorbei versenken. Ecke Tögging. Thomas Hambergers platzierter Kopfball ist für Marius Angelache kein Problem. Eine Zeit lang tut sich nicht viel, bis auf diesen Weitschuss von Markus Leipholz. Nach einigem Hin und Her passt Hannes Ganghofer auf Markus Leipholz, der zurücklegt auf Markus Blei. 1:0 in der 27. Minute. Der Jubel über den Führungstreffer natürlich groß. Tögging probiert's gleich nochmal so. Die Gäste klären ins Tor aus. Trotzdem gibt Schiedsrichter Alexander Schuster Abstoß. Freistoß nach Foul von Christopher Scott an Philipp Schuller. Kein Problem für Sven Kuame. Dann tut sich eine Zeit lang nichts Bewegendes. Bis zur 45. Minute. Ecke Tögging. Die Gäste können erst abwehren. Christopher Scotts Nachschuss parieren, haben aber dann gegen Samet Bachers Schuss nach brillantem Pass in den Fünfer kein Rezept mehr. 2:0, so kurz vor der Pause. Marius Angelache auf dem Weg in die Kabine richtig niedergeschlagen. Da der FC Tögging ein Power-Wochenende mit insgesamt 10 Spielen hatte, gab es für die Zuschauer neben einer Tombola mit Preisen im Gesamtwert von 2.500 Euro auch ein Spanferkel. Das wurde in der Pause langsam gar. Weiter ging's. Jetzt Tögging gegen die Sonne von rechts nach links. Sie machen weiter wie vor der Pause und kommen mit Markus Leipholz über rechts. Diesmal bleibt Marius Angelache Sieger. Hannes Ganghofer versucht Markus Blei vorzulegen. Der kommt im Strafraum zu Fall, als ihm Team Rebenschütz den Ball wegschnappt. Zur Überraschung aller zeigt Schiedsrichter Alexander Schuster auf den Punkt. Angelache ahnt die Seite, kann aber gegen Thomas Hambergers Schuss nichts machen. 3:0 in der 48. Minute. Man möchte meinen, die Gäste wären bedient. Nichts davon. Sie versuchen es immer wieder, kommen aber an Töggings Hintermannschaft nicht vorbei. Wieder Tögging über Markus Leipholz, der Thomas Hamberger vorzulegen versucht. Während Tim Schwedes und Luca Hoffmann auf ihre Einwechslung warten, versucht Vitali Blinow Florian Bittner abzudrängen. Den heranlaufenden Christian Drasberger nehmen Hannes Ganghofer und Sergej Volkov in die Zange. Diesmal zurecht zeigt Schiedsrichter Alexander Schuster auf den Punkt. Auch hier ahnt Sven Kuame die Ecke und kann nichts gegen Florian Bittners scharfen Schuss ausrichten. 3:1, 63. Minute. Der Anschlusstreffer gibt den Gästen Auftrieb und verunsichert die Hausherren, die es wieder über Markus Leipholz probieren. Immer wieder rackert Markus Leipholz nach vorn. Dann holt Team Rebenschütz den eingewechselten Luca Hoffmann von den Beinen und zieht dafür gelb. Den Freistoß können die Gäste erst klären. Der Ball fällt Team Bauernschuster vor die Füße, der unhaltbar einschiebt. 71. Spielminute, Tor für unseren FC Tögging. Eching versucht weiter. Florian Bittners Freistoß folgt einiges Gestochere, bis ihn Sven Kuame und die Tögginger Hinterleute entschärfen können. Dann ersetzt Echings Trainer Willi Kallichmann Verteidiger Christian Drasberger durch Yakia Diop. Auch wenn erst wieder Tögging mit Markus Leipholz über rechts kommt, seine platzierte Flanke kann Tim Schwedes nicht verwerten. Dann verabschieden die Zuschauer Markus Leipholz mit Applaus. Für ihn kommt Alexander Fuchshuber. Wieder so ein Fehlpass.
Philipp Schuler lässt Thomas Deisenböck stehen und flankt auf Yakia Diop, der den Ball Wolle nimmt und Sven Kouame keine Chance lässt. 4:2, 81. Minute. Nach dem zweiten Treffer der Gäste macht sich Verunsicherung bei den Hausherren breit. War das Spiel bisher ausgeglichen, verlagerte sich jetzt vor das Tübinger Tor. Dabei sorgt Yakia Diop immer wieder für Unruhe. Trotzdem gelingt dieser Angriff, dem der Pfosten im Weg steht. Der Konter geht übers Tübinger Tor. Thomas Hamburger probiert's aus der Distanz. Daneben. Nochmal die Gäste, die es jetzt wirklich wissen wollen. Erst können sie Yakia Diops Vorlage nicht gegen die tiefstehenden Tübinger verwerten, dann glänzt Sven Kouame als Feldspieler gegen Yakia Diop. Auch der letzte Vorstoß verläuft ins Tor aus. Das war's. Der FC Tübingen gewinnt das Kellerduell gegen den TSV Eching mit 4:2 und zeigt, dass sie das Toreschießen nicht verlernt haben und das Fußballerglück zurückgekehrt ist. Waren die FC-Fußballer häufig durch fragwürdige Entscheidungen benachteiligt, kam ihnen diesmal ein solcher Elfmeter zu Hilfe. Gewonnen hätten sie aber auch ohne diesen Strafstoß. Warum Gästetrainer Willi Kalichmann erst zu spät Yakia Diop eingewechselt hat, der am Ende noch ordentlich für Unruhe gesorgt hat, sollte er in der Pressekonferenz erklären. Nach dem Jubel in der Kabine gab es erst noch eine Portion Spanferkel. Andreas Bichelmeier sah das Spiel so. Ja, haben uns eigentlich vorgenommen, oder wir haben das umgesetzt, wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen. Danach haben wir Glück gehabt mit dem Tor. Zum richtigen Zeitpunkt, auch vor der Halbzeit dann nochmal. Und dann ist bei uns im Moment einfach viel Kopfsache. Ja, dann war es wieder wie abgeschnitten, aber nichtsdestotrotz, die Punkte sind wichtig. Das Wie ist es heute mal dahingestellt. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zum Sagen. Willi Kalichmann gratulierte Tübingen zum Sieg. Gibt es eigentlich nichts dagegen zum Sprechen. Ja gut, wir sind dann natürlich hergefahren. Wir wussten ja natürlich, Tabellennachbar war eigentlich für unser Gebot, verlieren verboten. Aber wir konnten das halt in keinster Weise umsetzen. Wir waren in die Zweikämpfe immer hinten dran, spielerisch, vor allem gerade übers Mittelfeld, wo wir uns natürlich viele erhofft haben, nach vorne reinzukommen. Konnte man keine Akzente setzen. Das hat auch der Gegner ganz gut gemacht, wo er uns auch frühzeitig unter Druck gesetzt hat. Und da konnte man uns einfach nie irgendwo spielerisch lösen. Es ist halt natürlich auch schade, unabhängig davon sind es nicht diese Ausreden, aber wir haben momentan auch mit Personalsorgen zu kämpfen. Wir hatten halt auch drei Spieler auf der Bank, die ganze Woche eigentlich kaum trainiert haben, die angeschlagen waren. Vorne musste man Innenverteidiger reinstellen, musste man improvisieren, mussten auf 6 Positionen umstellen. Ist natürlich auch schwierig, bringst du natürlich auch keine Struktur rein, die Mannschaftshalle greift nicht, Spielverständnis ist nicht da, aber dann, wie gesagt, wollte man dann zumindest über den Kampf kommen und das haben wir auch nicht wirklich so reinkommen. Gut, die ersten zwei Tore ist klar, das erste abgefälscht war natürlich bitter für uns, aber insgesamt war auch die Pausenführung dann verdient, weil Tübingen natürlich auch da spielerisch mehr dafür getan hat und unser Torwart hat ja auch schon zwei gute Bälle gehalten gehabt. Und gut, in der Halbzeit haben wir uns dann natürlich versucht, das Ganze besser zu machen, viel vorgenommen nochmal, dass wir das Spiel vielleicht zumindest noch einen Punkt holen. Und dann kriegst du natürlich, sage jetzt mal, so eine zweifelhafte Elfmeterentscheidung, wo ich sage, da muss man in der 48. Minute nicht das Spiel schon entscheiden, weil nach dem 3-0 war es natürlich schwierig, das nochmal aufzuholen. Aber gut, wir haben uns nie aufgegeben, haben dann das 3-1 gemacht. Gut, dass du dann hinten offen bist, kriegst das vierte, dann haben wir das 4-2 noch gemacht. Also im Endeffekt kann man sagen, war es jetzt nicht unser Spiel heute. Ja, wir können das besser, aber dazu braucht man auch die Leute. Und die haben wir halt momentan nicht so zur Verfügung, aber es hilft nicht, es geht weiter und müssen schauen, dass wir im nächsten Spiel alles besser machen wieder. 3 Siege nach so schwierigem Auftakt. Wie viel Selbstvertrauen hat das gegeben? Ja, bei uns war es allgemein mal wichtig, wieder mal zu Null spielen. Wir haben seit dem ersten Spieltag nicht mehr zu Null gespielt. Das nehmen wir uns jetzt eigentlich wöchentlich immer vor. Hinten einmal zum Stehen gibt einmal das meiste Selbstbewusstsein oder Selbstverständnis, Sicherheit. Das geht uns im Moment ein bisschen ab, aber nichtsdestotrotz, bei uns ist viel Kopfsache. Gegen die vermeintlich Stärkeren sind wir dann doch immer am Kopf bei der Sache. Und ja, gilt jetzt anzusetzen, immer mit der nötigen Spannung ins Spiel zu gehen und das werden wir nächste Woche gegen Freising machen, auch wieder unmittelbar Konkurrent und dann
hoffe, dass wir uns da peu à peu hinten ein bisschen befreien können. Der FC Tücking macht durch diesen Sieg einen Sprung auf Platz 10 der Tabelle und spielt, wie gesagt, in einer Woche gegen den Tabellen-11. Eintracht Freising.